Wenn gläubige Menschen argumentieren, dass das Universum nicht durch Zufall entstand, weil nichts ohne Auslöser entstehen kann, kommt meistens die Frage: Okay, wenn nichts ohne Auslöser entsteht, wer hat dann Gott erschaffen? Ja, das macht Sinn. Wenn alles eine Ursache haben muss, ist es nur logisch anzunehmen, dass auch Gott eine Ursache haben muss. Doch daraus zu schließen, dass Gott auch einen Ursprung haben muss, basiert auf menschlicher Logik, die allerdings sehr schnell an ihre Grenzen stößt, sprich begrenzt ist. Also braucht nicht alles einen Schöpfer, sondern nur die Sachen, von denen du willst, dass sie einen Schöpfer brauchen, brauchen einen Schöpfer. Der Mensch denkt nur in Dimensionen, die er bereits kennt. Doch da unser Leben an eine bestimmte Zeit gebunden ist, gerät unser Gehirn bei dem Wort ewig außer Kontrolle. Es ist gut, dass du gemerkt hast, dass der menschliche Verstand Grenzen hat. Allerdings sehe ich nicht ein, wieso es für dich vollkommen logisch ist, anzunehmen, dass bevor es das Universum gab, Regeln wie Kausalität gelten müssen, aber das Konzept der Ewigkeit für Menschen viel zu hoch ist. Wir Muslime glauben daran, dass Gott ewig ist. Er wurde weder gezeugt noch erschaffen. Also, wenn die Argumentation für die Existenz eines Gottes Sinn machen soll, muss ich davon ausgehen, dass die Hypothesen der Muslime über die Existenz ihres Gottes richtig sind. Du merkst, wie das keinen Sinn ergibt, oder? Nur weil unsere Existenz an eine bestimmte Zeit gebunden ist, kann man nicht zwangsläufig daraus schließen, dass Gottes Existenz auch an eine bestimmte Zeit gebunden sein muss. Ich ersetze mal ein paar kleine Worte, okay? Nur weil Dinge innerhalb des Universums der Kausalität unterliegen, heißt es nicht, dass das Universum selber der Kausalität unterliegt. Merkst du, wie deine eigenen Erklärungen, dein Gott hat das Universum gebaut, Argument mit einer rostigen Eisenstange zu Tode prügelt? Folgendes Beispiel: Ein Maler malt ein Bild. Hätte dieses Bild Gedanken und Wissen, würde es behaupten, dass der Maler ebenso wie ich selber gemalt sei, da es nichts anderes kennt. Das Bild würde einfach behaupten, dass der Maler auch aus Pinsel und Farbe bestünde, da es sich nicht vorstellen kann, wie der Maler sonst existieren sollte. Somit hätte es seinem Erschaffer seine eigenen Eigenschaften zugeschrieben. Interessantes Beispiel. Ich führe es mal an Orte, wo du es nicht haben willst, okay? Das Bild überträgt seine eigenen Eigenschaften auf den Maler. Ein bisschen so wie ein Mensch seine Kausalität auf das Universum selber überträgt, auch wenn das Universum selber keiner Kausalität unterliegen muss. Wir wissen, dass Maler nicht einfach da sind. Maler werden geboren. Also ist das Problem hier, dass das Bild nicht verstehen kann, was mit ihm geschieht. So ähnlich wie der menschliche Horizont auf das Universum selbst begrenzt ist. Das heißt, so wie das Bild keine definitiven Aussagen über den Maler treffen kann, das Bild also nicht mit Sicherheit sagen kann, ob es von einem Menschen gemalt, von einer Maschine gedruckt oder einfach aus zufälligen Farbklecksen zusammengebastelt wurde, kann auch der Mensch nicht mit Sicherheit sagen, was außerhalb des Universums ist. Das heißt, auch du kannst nicht sagen, was außerhalb des Universums ist. Du kannst nicht einfach sagen, da ist ein Gott, weil. Sondern da draußen ist vielleicht etwas, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Das heißt, auch du weißt es nicht. Du bist ein Mensch, genau wie alle anderen auch. Du kannst keine definitiven Aussagen über etwas treffen, was außerhalb des menschlichen Horizontes, also außerhalb des Universums liegt. Somit hast du dich mit diesem Argument selbst in den Schwanz geschossen. Dieses kleine Beispiel soll nur aufzeigen, dass wir unsere Eigenschaften nicht unserem Erschaffer zuschreiben können. Er hat dieses System erschaffen, dem wir unterworfen sind, ohne jedoch selbst diesen Begrenzungen unterworfen zu sein. Merkst du, was du da laberst? Damit das Argument, dass Gott das Universum erschaffen hat, aber selber keinen Schöpfer braucht, irgendeinen Sinn macht, ist es vorausgesetzt, dass du ein Moslem bist. Du merkst, wie das in einer Diskussion vollkommen nutzlos wäre, oder? Der Beweis dafür, dass das Universum einen Ursprung bzw. einen Anfang hatte, ist ja gerade der Faktor Zeit, dem Gott allerdings nicht unterworfen ist. Daraus folgt, dass die Frage, wer Gott erschaffen hat, unbegründet ist. Er hat weder Anfang noch Ende. Hörst du dich einfach gerne selber reden oder weißt du nicht, wie Wörter funktionieren? Du hast hier Beispiele gebracht, die einen Schritt weiter gedacht alles verkrüppeln, was du aufbauen willst und merkst es nicht einmal. Entweder bist du so in deiner kleinen Gott hat alles erschaffen und das muss stimmen Routine drin, dass du nicht einmal merkst, wenn irgendetwas nicht passt, oder du bist nicht dazu in der Lage zu verstehen, was du da laberst.